Herr Präsident, meine Damen und Herren! Freitagnachmittag, wichtiges Thema: Meinungsfreiheit. Die Bundesnetzagentur kommt mit einem unscheinbaren Namen daher. Kaum einer kennt sie. Dabei ist es inzwischen faktisch die oberste Zensurbehörde in Deutschland. Was ist das für eine Agentur? Mit der Auflösung des Postministeriums 1998, gegründet als Regulierungsbehörde für Telefon und Post, dann auch zuständig für Strom- und Gasleitungen, später für das Eisenbahnnetz, mittlerweile fast 3000 Mitarbeiter im Geschäftsbereich des grünen Wirtschaftsvernichtungsministers Habeck angesiedelt und mit Chef der grüne Parteifreund Klaus Müller, der seit 1990 bei den Grünen ist und diese Bundesnetzagentur, diese Zensurbehörde seit 2022 leitet. Er ist faktisch nun der Chef der deutschen Oberzensoren. Er ernennt sogenannte Trusted Flagger. Mir als langjährigen Mitglied des Vereins Deutsche Sprache ist klar, wer etwas zu verbergen hat, der spricht Englisch oder der versucht sich mit Anglizismen. Und so ist es auch genau hier. Trusted Flagger werden amtlich übersetzt als vertrauenswürdige Hinweisgeber. Hört sich erst mal ganz gut an, aber vertrauenswürdig sind sie eben nicht für uns Bürger, sondern allein für die kritikempfindlichen Herrschenden, weshalb es aus unserer Sicht die Übersetzung als digitale Blockwarte, Meinungspolizei oder Regierungsspitzel viel besser trifft. Denn das sind sie auch. Es wird hier ein weiterer massiver Frontalangriff auf Artikel 5 des Grundgesetzes, die Meinungsfreiheit, eines der wichtigsten Grundrechte und Kernbestandteil einer lebendigen Demokratie, gefahren. Zwar sollen, so die Idee, nur rechtswidrige Inhalte gemeldet werden, durch die mit exklusivem Zugang zu den Plattformen ausgestatteten Netzspitzel und Netzdenunzianten, aber die Antwort auf die Frage, wer konkret das denn letztendlich sein soll, lässt Schlimmstes befürchten. Wer kann also Netzdenunziant werden? Nichtregierungsorganisationen, Akteure der Zivilgesellschaft, Religionspädagogen, Gewerkschaften, also faktisch jeder, der linksgrünes Gedankengut verströmt. Und so wundert es nicht, dass die erste Meldestelle in guter Denglisch-Manier die Stelle Respect ist, die von einem an der berüchtigten und islamismusverdächtigen Al-Azhar-Universität in Kairo ausgebildeten Islamgelehrten untersteht. Diese Meldestelle gehört zur Jugendstiftung Baden-Württemberg und wird mit Steuergeldern gepäppelt und entstammt somit, wir wissen es alle, dem links-grünen Sumpf. Und diese Truppe soll nun qualifiziert darüber entscheiden, Religionspädagogen sollen nun qualifiziert darüber entscheiden, welche Meinungsäußerung legitim ist und welche nicht. Eigentlich unfassbar, oder? Meine Damen und Herren, ich glaube, nicht zu weit zu gehen, dass ich sage, wenn es derartige Zensurbehörden schon früher, da war ja bekanntlich einiges besser gegeben hätte, Showgrößen wie Thomas Gottschalk, Harald Schmidt oder Rudi Carrell wären undenkbar gewesen. Die würden Sie heute nicht mehr auf die Bildschirme lassen. Wir leben nämlich in einer zunehmend gleichgeschalteten Fernseh- und zunehmend drangsalierten digitalen Welt, die auf Belehrung und Einengung setzt, statt auf offene, gehaltsvolle Diskussionen. Betreutes Denken allenthalben aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das Internet war noch so ein bisschen ein Freiraum. Es wird immer mehr eingeengt. Die Herrschenden passen da auf. Alles, was nicht in den Kram passt, soll da raus. Und so werden auch alternative Medien in Deutschland geblockt, unterdrückt und behindert. Und Trusted Flagger werden jetzt noch aktiver und werden beurteilen, ob es Hass, Fake News oder Rechtswidriges ist. Also das lässt Schlimmstes befürchten. Und vor allem das Schlimmste ist ja, es steht im Grundgesetz dazu gar nichts drin. Der Staat weiß genau, er darf nicht zensieren und privatisiert deshalb, um das Gegenteil zu erreichen, privatisiert er die Zensur, umgeht sozusagen das Gebot des Grundgesetzes und setzt auf Einheitsmeinungsterror statt auf Meinungsvielfalt. Wir von der AfD stehen für das exakte Gegenteil. Wir stehen für Vielfalt, auch in der Meinungsfreiheit, und nicht für Einheitsmeinungsterror. Die FDP beteiligt sich daran. Man kann es gar nicht glauben, was die ehemalige Freiheitliche Partei, Liberale Partei, da alles so mitmacht. Der Herr Kubicki, der hinter mir sitzt, distanziert sich so ein bisschen davon. Am Ende wird er wieder dafür sein. Wir kennen ihn ja, so ein bisschen der Rambo in der FDP, der ab und zu mal rechts blinken darf, aber dann genau auf Linie ist. Also das macht die Sache auch nicht besser. Allein die Alternative für Deutschland ist übrig geblieben als Garantin in Deutschland für Demokratie, für Recht, für Freiheit und insbesondere für Meinungsfreiheit. Deshalb fordern wir einfach mit unserem Antrag, Sie haben ihn alle gelesen, dazu auf, die Bundesregierung soll also finanzielle Zuwendungen an Organisationen sperren, die die Löschung von Nutzerbeiträgen bewirken wollen, die unter die Meinungsfreiheit fallen. Wir wollen das Bundes
Bundeskartellamt angewiesen wissen, mal darauf zu schauen, wie funktionieren denn die Absprachen zur Hassrede. Das wäre ein Einsatz für das Bundeskartellamt. Und, Herr Präsident, ich komme zum Ende. Ich sehe es hier schon blinken. Es müssen die Zensurmaßnahmen auf europäischer Ebene abgeschafft werden. Und der Trusted Flagger, der Netzspitzel, der darf in Deutschland keine Zukunft haben. Vielen Dank.